gern Schweine und Ackerbauer. In Kombination ist das irrsinnig schön. Die Futtermittel stammen zu 70 bis 80% von den eigenen Feldern. Ich habe auch von benachbarten Biobetrieben Futtermittel. Naturnahes Arbeiten am Feld bedeutet, dass man ganz viel beobachtet, was an die Natur sorgt. Wenn man das Landschaftsbild dementsprechend gestaltet mit Hecken und Obstbaum und Wiesen und allein schon, dass wir Futterflächen, das heißt Klee und Gras auf die Felder haben, sieht man, wie die Natur zurückkommt. Das heißt, das Wild kommt zurück, die Hasen kommen zurück, die Rehe kommen zurück, die Rebhändler kommen zurück und die haben natürlich auf einer Bioflächen das ganze Jahr Futter. Weil es steht ja nicht nur Getreide oder Mais, es steht natürlich auch Unkraut. Und die Kräuter sind nicht nur für den Boden ganz wertvoll, sondern auch für die Wildtiere. Und man hat das ganze Jahr was am Feld, was blüht. Das heißt, die Bienen und die ganzen wilden Insekten haben auch was davon. Man schaut sich natürlich von den Wildschweinen die eine oder andere Sache an, weil das sind die Vorfahren. Andererseits ist es so, dass unsere Tiere halt auch trotzdem gesünder sind, dass man schaut, dass es ihnen gut geht. Die sind nicht verwurmt und haben keine Zecken wie die Wildschweine und können sich in ein warmes Nest legen. Ich muss schauen, dass ich ihnen alle möglichen Klimareize biete. Das heißt, sie haben einen Auslaufbereich, wo es eine regnet, wo es eine schneit, wo die Sonne eine scheint, aber nicht den ganzen Tag. Sie haben trotzdem auch Beschattung draußen. Sie spüren einmal das Wetter. Der Auslaufbereich ist vorwiegend der Aktivitätsbereich, das heißt, da wird gespült und gewühlt. Wichtig ist für mich, dass der Bereich auch eingestrahlt ist, dass das einfach gemütlich ist. Was ganz wichtig ist, ist, dass man die Herdengröße und die Gruppengröße ca. um die 30 Tiere gestaltet, weil die natürliche Rudelgröße beim Wildschwein wahrt ca. 30 Tiere. Es ist eine Form der Landwirtschaft, die nicht nur nachhaltig, sondern auch regenerativ ist. Das heißt, man kann seinen Betrieb, seine Flächen an seine Kinder in einem besseren Zustand übergeben, wie man es übernommen hat. Und das ist irrsinnig schön. Wir haben die Chance, dass wir Humus aufbauen, dass wir die Böden verbessern, dass man CO2, das in der Atmosphäre ohnehin genug vorhanden ist, in den Boden einbringt. Und wir haben die Chance, dass wir auch gerechte, auch tiergerechte und auch menschengerechte Landwirtschaft betreiben.